Dann soll es für YouTube hier einen kurzen Sprung gegeben haben oder eine neue Folge. Bei einer neuen Folge, Hallöchen, willkommen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt auf OBS geguckt, wann wir heute gestartet haben, bei wie viel Minuten wir jetzt circa sind. Hier hoch. Raus, hä? Wie lang? Da war ich noch gar nicht. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Ja, da hätten wir aber beinahe was übersehen hier. Guck mal. Eingeseift. Textdatenpunkte Quests. Von Daniel McChill. Datenbeschädigung minimal. An Claire Nguyen. Betreff eingeseift. 18. Januar 2065. Claire, ich wünschte, du wärst bei dem Gespräch mit Zero Dawn dabei gewesen. Wer auch immer den Deal mit ihnen ausgehandelt hat, ist ein Genie. Ein bisschen altes Technikzeug, das bei uns im Lager verstaubt, gegen eine Kopie des gesamten menschlichen Wissens. Wenn das kein gutes Geschäft ist. Und der Typ, der für die Eulesia-Unterfunktion zuständig ist, Patrick Broker Klein, man konnte seine Augen förmlich funkeln sehen, als er uns mit Fragen über die Konstruktion der Ektogenese-Kammern gelöchert hat. War, als ob wir ihm Katzenminze vor die Nase halten. Wie auch immer, sie wollen zusätzliches Material über die Nahrungszufuhr. Die oberen Etagen haben ihr okay gegeben, also schick ihnen alles, was wir haben. Rochard Klein wird sich vermutlich vor Freude in die Hose machen, denn... Ah ja. Da kommen wir wohl noch nicht rein. Aber da drüben war doch ein Spalt. In der... Da war doch gerade eine Tür mit Spalt. Wo war denn die jetzt? Oh, guck mal. Was wir schon wieder alles übersehen hätten, ne? Hier war die, oder? Hä? Ist hier nicht gerade eine Tür, so ein Spalt offen gesehen? Bin ich jetzt hallos oder was? Scheinbar. Ob das ist nix. Ah, okay. Oder war das hier? Auch nicht. Sind wir wieder? Aloy! Erend! Das Phantom schaltet auf Stur, es hat mich festgesetzt. Halt durch, ich bin gleich da. Beeil dich! Eieieiei, hat er wieder einen auf Sturschädel gemacht? Gut. Ich muss zu Erend! Ich bin hier. Es kocht. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann.
Sobald du mich brauchst, bin ich da. Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann mich vielleicht ranschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Es hat eine Art Schild aktiviert. Ich muss mich hinten vorbeischleichen. Es wird ein harter Kampf, wenn ich es direkt angreife. Packen wir mal kurz ein hier. Eine schwere Waffe. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Das nehme ich gern mit. Mal dahinter zu kommen. Jetzt hat er Schussfeld. Steht unten. Es ist im Anlass. Oh oh. Au. Mit Säure treffen. Wieso denn? Kann ich nochmal zuschlagen? Oh, ich hab's knirschen gehört. Oh, du hast die Schwachstelle. Ah, wenn man nicht mehr aufs Klo muss, dann geht das viel ratzfatziger. Hörst du nicht? Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Ey, das geht nicht, so eine Folge hatte ich schon. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Ah, die da oben. Erstmal... Eis. Ja, den kriege ich immer noch nicht, oder? Nein. Die können wir gerade mal brauchen. Ah, ich dachte mir schon, ich lasse die mal besser liegen, die Waffe. Hatte ich einen richtigen Riecher. Nein. Verdammt. Schon wieder. Gut, besser als nichts. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Okay. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay.
Aloy, gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahre hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen. Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths jetzt damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Zeniths-Plan für die Erde. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten. Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Über die Zeniths. Wir haben es also mit denselben Far Zenith-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gerard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen weh zu tun. Ja, ich weiß. Die Basis? Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreisenergieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die sie zu und von ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht.
Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Zenith-Kolonie? Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Also, wenn das schon der zweite Planet ist, den sie zugrunde richten, dann würde ich mir doch mal die Frage stellen, liegt's nicht vielleicht an ihnen? Deine Flucht. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als die Zeniths Eleuthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Möglichkeit zur Flucht? Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eleuthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet, außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zeniths zu benutzen, um Eleuthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lange abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eleuthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Deine Herkunft. Vermute mal dieselbe wie du. Ja, übrigens, ja, das als wie ist ganz wichtig. Ja. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Das Archiv? Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia. Die Avatare des Archivs wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. Eine Rolle beim Zenith-Plan. Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern, dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde. Zu ihrem Nutzen. Ausrottungssignal? Das war damals, wir erinnern uns, ne? Part 1. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre.
Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elisabeth Sobeck anordnen würde. Naja, Überraschung. Wir lassen sie mal ausruhen. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen? Oder also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die Zenith besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch zwei weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist zu weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komme später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Ab zu Gaia. Eigentlich hatte ich heute vor, Nebenaufgaben zu machen. Aber gut, machen wir die fertig und danach machen wir Nebenaufgaben. Und wir merken uns hier mal, neben dem Ding, wo es runter geht, geht's hoch. Willkommen zurück. Hey, wer hat das wieder ausgemacht? Hallo, Gaia. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja. Ja, ich habe außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Dankeschön. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silence Waffe nicht benutzen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elisabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Ich bin zurück, Gaia. Hallo, gucken wir mal, was Neues haben.
Worüber willst du reden? Unser Fortschritt. Beta. Also, ich schätze, Beta wird hierbleiben. Ich gab ihr einen Fokus. Hab ihr gesagt, sie soll dich fragen, ob sie helfen kann. Sie ist... nicht, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Wohl jemanden, der hilfreicher sein würde. Und weniger pessimistisch. Es stimmt, sie hat unseren Fortschritt überschätzt. Aber man muss auch feststellen, dass ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten sie zur Flucht von den Zeniths ermutigt hat. Vermutlich. Gib ihr Zeit. Vielleicht fügt sie sich noch ein. Hoffen wir's? Über die alte Welt. Entdeckungen aus der alten Welt? In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Farzenith die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenese-Kammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Ja, warum ist jetzt wieder alles neu? Das haben wir doch schon. Ich sollte dann los. Leb wohl, Aloy. So, jetzt lassen wir die Guggen-Quests. Haupthammer, Meer aus Sand und Samen der Vergangenheit. 22 und 24, wir sind schon Stufe 28. So, Marsch eines Soldaten. Schwierige könnte zu viel für ihn sein. Hecker will ihren Enkel Kavo finden, der sich Regalas Rebellion angeschlossen hat. Ah, genau. Verlangen nach Wissen. Nach Amaris geht weiter. Anscheinend ist er noch weiter nach Westen gereist. Man ist die Fäulnis. Genau, die Kaja Gelehrten ist Stufe 22. Aber wir haben ja das Ding unter Wasser, bleiben immer noch nicht. So, wir machen mal das da. So, wir sind da. Hier haben wir was Unbekanntes. Flugschreiber. Eine neue Quest haben wir hier keine. Da müssen wir hin. Dann bringen wir auch gleich was Neues mit. Ja, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns doch mal in die Richtung vor. Gucken wir erstmal, was das da ist. Das ist eigentlich Pfeilhand. Ah. Gerd Dost. Aber vorher kann man hier nur reden. Ach, guck mal, ist hier auch eine Nebenquest. Das ist etwas laut, Erend.